Ja, herzlich willkommen, werte Formel 1-Freunde, zu einer neuesten News hier von den Formel 1-Talkers. Heute am 11.01.2014. Ja, wenn ihr diese News hört, werdet ihr dann denken, was, wieso 11.01.? Die News kamen doch schon gestern Abend. Ja, das stimmt. Ausgerechnet, als ich denn gerade die News hochgeladen hatte, vom 10.01. ist gerade die News auch rausgekommen. Und zwar hat die FIA jetzt offiziell verkündet, die Startnummern sind da. Also zumindest von den meisten Fahrern, wo jetzt die sich schon im Team hat entschieden haben, das sind 19 an der Zahl von 22, steht die Startnummer fest für die nächste Saison. Da wird natürlich Sebastian Vettel die Nummer 1 tragen. Normal, wenn er nicht Weltmeister wäre, hätte er die 5, also eigentlich die 5. Sein Teamkollege Daniel Ricciardo hat die Nummer 3. Lewis Hamilton geht mit der 44 an den Start, Nico Rosberg mit der 6. Fernando Alonso wird dagegen mit der Nummer 14 an den Start gehen und Kimi Räikkönen mit der Nummer 7. Romain Grosjean wird so wie dieses Jahr auch, oder wie letztes Jahr, mit der Nummer 8 am Start gehen. Und wer sollte sich auch anders als Pastor Maldonado die Nummer 13 sichern? Also das kann ja nur gut werden für Lotus anscheinend. Und ja, Jenson Button geht mit der Nummer 22 an den Start. Kevin Magnussen mit der Nummer 20. Nico Hülkenberg geht mit der Nummer 27 für Force India an den Start. Sergio Perez dagegen mit der Nummer 11. Adrian Sutil nimmt die 99, also die höchste Nummer, die an sich geht. Esteban Gutierrez mit der Nummer 21. John-Erik Wern mit der 25. Daniel Kwiat, ich hoffe, das ist mal richtig ausgesprochen. Williams mit der Nummer 19. Toro Rosso, Entschuldigung. Felipe Massa mit der... Daniel Kwiat mit der Nummer 26, so, im Toro Rosso. Nummer 19 hat Felipe Massa im Williams. Valtteri Bottas nimmt die Nummer 77. Und Jules Bianchi ist der Letzte mit der Nummer 17. Max Chilton ist noch keine Nummer bekannt. Und von KTM, die haben noch nicht mal zwei Fahrer bekannt gegeben. Von daher kann man eigentlich bloß gespannt sein und drauf warten, ja, wie sich das entwickelt. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder zu den neuesten News. Bis dahin einfach mal. Ciao, ciao.